James Bond hatte recht. Und er hatte schon vor langer Zeit gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen geschüttelt und gerührt. Ich möchte mit dem Wasser so umgehen wie mit einer schönen Frau. Die Ägypter haben auch nicht gewusst, was ist Radioaktivität. Ja, der Wissensstand. Vielleicht wissen wir in 10 Jahren, warum das so ist. Diese Aussage, dass das Wasser ein Gedächtnis hat, ändert natürlich fast unser ganzes Weltbild. Das Wasser ist ein Geheimnisträger. Es ist voller Rätsel. Es ist hilfsbereit, wenn es um das Entstehen und Erhalten von organischem Leben geht. Es ist widerspenstig, wenn es sich den anerkannten Regeln der Physik unterwerfen soll. Und lüftet es ein Geheimnis, schickt es 100 neue Rätsel hinterher. Für die Physiker ist Wasser anormal. Während sich andere Stoffe beim Abkühlen zusammenziehen, dehnt sich Wasser im gefrorenen Zustand aus, wird dadurch leichter und kann als Eis oben aufschwimmen. Würde es zu Boden sinken, könnte kein Leben darunter existieren. Das Meer wäre ein gigantischer Eisberg. Vor 4,5 Milliarden Jahren waren die Bedingungen auf der Erdoberfläche sehr, sehr lebensfeindlich. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber wir wissen, dass etwas entstanden ist, das wir Ursuppe nennen. Es war eine Suppe, die aus Wasser und einer Mischung aus verschiedenen Molekülen bestand. Die ersten Organismen, die auftauchten, waren die Bakterien. Keiner weiß, und das ist eines der größten Mysterien der Wissenschaft, wie sich Leben aus der unbelebten Materie entwickelt hat. Die Antwort auf diese ungeklärte Frage liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Wasser. Daher muss man die Suche nach dem Ursprung der ersten Lebewesen wohl dort beginnen. Kann uns das Wasser von heute etwas über die Entstehung des Lebens verraten? Wie die ersten Organismen aus dem Meer gestiegen sind, ist schon ein weiteres Rätsel. Institut für Luft- und Raumfahrtkonstruktionen an der Universität Stuttgart. Professor Bernd Kröplin ist anerkannter und erfolgreicher Wissenschaftler im Bereich der Weltraumfahrt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Regine Henschel geht er der Frage nach, kann Wasser Informationen aufnehmen und speichern? Ein Vorhaben, das heftig an den Säulen der traditionellen Physik rütteln könnte. Diese Aussage, dass das Wasser ein Gedächtnis hat, ändert natürlich fast unser ganzes Weltbild. Denn die heißt ja im übertragenen Sinne, ich fahre zum Beispiel den Rhein herunter und das Wasser fließt den Rhein herunter und es nimmt überall Informationen auf und das Wasser an der Rheinmündung hat viel mehr Informationen als das Wasser an der Rheinquelle. Und die Holländer unten, wenn sie das trinken, trinken also diese ganze Information. Oder das Weltmeer ist gar kein trennendes Gebilde mehr, sondern es ist ein riesiger Informationsspeicher. Oder der Regen vielleicht sogar ist ein Informationsbringer sozusagen in die Welt. Ein großer Gedanke. Aber welche Informationen sind das? Kann man sie sichtbar machen oder gar messen? Um wissenschaftlich anerkannt zu werden, müssen Messergebnisse wiederholbar sein. Aber wie kann man in das Innere eines Tropfens schauen?
Im Raumforschungsinstitut in Stuttgart hat man einen relativ einfachen Weg gefunden, um die Struktur eines Tropfens sichtbar zu machen. Die Tropfen werden auf ein Glas aufgebracht und getrocknet. Unter dem Mikroskop ergeben sich faszinierende Bilder, die mit einer speziellen Kamera fotografiert werden. Die Forscher werden mit Einblicken in eine wunderschöne Welt belohnt. Jeder Tropfen hat ein eigenes Gesicht, unverwechselbar und einmalig. Warum sind die einzelnen Tropfenbilder so verschieden? Was sagen die Abbildungen aus? Wer kann sie deuten? Welche Informationen haben sie gespeichert und woher kommen sie? Vielleicht sogar vom Menschen? Wir haben hier Person A, die das macht. Wir haben hier Person B, die das macht. Wir haben hier Person C, die das macht. So, diese haben hier irgendwelche Tropfen gemacht, auf dieser Seite. Die sind getrocknet. Und die waren alle aus demselben Wasser. Und alle diese drei Tropfen sahen verschieden aus. So, wir hatten also gar keine Veränderung vorgenommen und trotzdem verschiedene Bilder. Also musste die Veränderung eigentlich aus den Personen herrühren. Und das hat uns dann darauf gebracht, zu untersuchen, wieso etwas möglich ist. Zunächst mal, ob das möglich ist. Wir haben also dann eine Reihe von Menschen in einen Hörsaal gesetzt. Hier bei uns haben denen allen dasselbe Wasser gegeben, haben zum selben Zeitpunkt die auftropfen lassen, haben diese ganzen Tropfen eingesammelt und haben dann gemerkt, dass jeder Mensch hatte verschiedene Bilder gemacht von demselben Wasser. Und man sieht an dem Ergebnis, das hier rechts zu sehen ist, dass die Bilder der einzelnen Studenten verschieden waren. Aber untereinander sind die ziemlich gleich. Also von dem ersten Experimentator dieses hier, von dem zweiten dieses, von dem dritten dieses, von dem vierten dieses. Und sie sind untereinander sehr gut reproduzierbar. Aber man hätte nicht gedacht, dass es sich um dasselbe Wasser handelt. Denn wenn man diese Bilder der verschiedenen Leute vergleicht, dann sieht man doch große Unterschiede. Also muss es so sein, dass eine Information von dem Experimentator, der die Spritze in der Hand gehalten hat, das Wasser aber gar nicht berührt hat, auf das Wasser übergegangen ist und sich in diesem Bild abgebildet hat. Hartnäckig versuchen Forscher auf der ganzen Welt, dem Wasser seine Geheimnisse zu entlocken. Dabei sind es oft Zufälle, die zu Überraschungen führen. Wer geglaubt hat, alles über Wasser zu wissen, muss erkennen, wie wenig er das Element Wasser kennt. Aus Amerika kommt eine Sensationsmeldung. Das Wasser war eigentlich nicht das Forschungsobjekt des amerikanischen Fernsehtechnikers John Cantius aus Pennsylvania. Er war auf der Suche nach einem Weg, Krebszellen im menschlichen Körper zu bekämpfen. Eines Nachts hatte er die Eingebung, Nanopartikel aus Gold in den Körper zu impfen und dann mit Radiowellen zu bestrahlen. Die Rundfunkwellen sollten die kranken Zellen erhitzen und abtöten und die gesunden unversehrt lassen. Durch Zufall entdeckte er, dass seine Rundfunkwellen in der Lage sind, Salzwasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten und damit brennbar zu machen. Wasser ist das am reichlichsten vorhandene Element auf der Erde und Salzwasser ist überall. Es brennen zu sehen, macht mir Gänsehaut. Das Phänomen ist bisher nicht erklärbar. Fest steht, dass sich eine starke Flamme ergibt, die zum Beispiel einen Stirling-Motor betreiben kann. Der renommierte Physiker Rustam Roy beurteilt die Entdeckung. Das ist die größte Entdeckung in der Wasserforschung seit 100 Jahren. Tatsächlich ist nicht garantiert, dass jede Entdeckung auch dem Fortschritt der Menschheit dient. Nicht zu Unrecht lässt es den Erfinder erschaudern, dass man mit Radiowellen Meerwasser zum Brennen bringen kann. Die Vorstellung, dass das schwarze Gold des Öls durch das weiße Gold des Wassers ersetzt werden könnte, um die Abermillionen von Autos auf der Erde zu betreiben, hat durchaus etwas Beängstigendes. Eng beisammen liegen oft Segen und Fluch von Erfindungen.
Einerseits ist der Gedanke faszinierend, vielleicht in ferner Zukunft mit Meerwasser eine der wichtigsten Existenzfragen der Menschheit, die Energiefrage, zu lösen. Andererseits ist zu bedenken, dass durch die massenhafte Verbrennung von Salzwasser auch dramatische Folgewirkungen auf das ökologische Gleichgewicht des Planeten möglich sein könnten. Geforscht wird selbstverständlich auch, wenn kein unmittelbarer Nutzen zu erwarten ist. An der Technischen Universität in Graz wollen junge Wissenschaftler herausfinden, warum Wasser, das man in zwei Gläser gibt und unter Hochspannung setzt, die Glaswand hochklettert und sich verbindet. Es tut dies nicht an irgendeiner Stelle, sondern genau dort, wo es auf das Wasser aus dem Nachbarglas treffen kann. Entfernt man dann die beiden Gläser voneinander, bildet das Wasser eine frei in der Luft schwebende Brücke, die bis zu mehr als 2 Zentimeter hält. Selbst die anerkanntesten Wissenschaftler der Welt können das Phänomen noch nicht erklären. Nicht einmal eine Vermutung gibt es für das sensationelle Verhalten des Wassers. Eine genaue mikroskopische Theorie und ein genaues Verständnis, was hier passiert, das herrscht bis jetzt noch nicht vor. Und das ist der Grund, warum wir daran arbeiten. Das ist das, was das Ganze interessant macht. Wir würden Elektrolyse erwarten, wir würden auf jeden Fall keine stabile Brücke erwarten, die das Verhalten zeigt, das wir hier sehen. Das ist das, was das Ganze faszinierend macht. Nach einer halben Stunde ermüdet die Brücke und stürzt ein. Durch das Anbringen eines roten und blauen Farbfilters wird die Bewegung in der Brücke deutlicher sichtbar. Es ist ein Flackern, das die Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Physikalisch gesehen dürfte es in dieser Form nicht stattfinden, da Wasser nicht kompressibel, also verdichtbar ist. Wir verwenden hier eine Messtechnik, wie wir sie im Maschinenbau einsetzen, immer dann, wenn wir sehr hohe Geschwindigkeiten haben in den Maschinen, sowohl Rotationsgeschwindigkeiten als auch Strömungsgeschwindigkeiten. Dafür braucht man eine spezielle Messtechnik und die kommt hier auch bei der Wasserbrücke zum Einsatz. Man kann sehen, dass Blau auf die Seite von Rot möchte und Rot auf die Seite von Blau. Der nächste Schritt, dem Phänomen näher zu kommen, ist der Einsatz einer Wärmebildkamera. Mit ihrer Hilfe kann man die mysteriösen Vorgänge innerhalb der Brücke besser sehen. Unschwer ist zu erkennen, dass hier der Teufel los ist. Das Problem bei solchen Messungen ist immer, dass man mit jeder Messung neue Fragen bekommt, anstatt neuer Antworten. Das heißt, wir beobachten permanent dynamische Effekte und diese dynamischen Effekte werfen Fragen auf, die wir so nicht beantworten können. Wir müssen uns neue Messverfahren überlegen, mit denen wir dann draufkommen, woher zum Beispiel Strukturen kommen, die wir in dieser Wasserbrücke sehen. Für den Laien sieht es aus, als würde das Wasser atmen. Für die Wissenschaftler bleibt es vorerst ein ungeklärtes Phänomen. Nachdem wir reines Wasser haben und das auch verifiziert haben, können es keine Fremdkörper sein, die wir hier sehen. Es können auch keine Gasbläschen sein. Es ist auf jeden Fall Wasser, nur es ist anderes Wasser. Wasser, das eine andere Struktur, eine andere Dichte auf jeden Fall hat. Bei allen Problemen, die das Wasser der Wissenschaft macht, eines ist sicher, an seiner Schönheit kann man sich erfreuen. Auch in Israel experimentiert man mit der Merkfähigkeit des Wassers. Die Messinstrumente sind hier Bakterien. If you expose water, wenn Wasser elektromagnetischer, schwacher elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt ist, sollte die Wirkung innerhalb von Millisekunden erlöschen. Nicht nur das, selbst wenn es einen Effekt gibt, dann sollte dieser so schwach sein, dass selbst die besten, fortschrittlichsten Messinstrumente nicht in der Lage sind, den Unterschied festzustellen.
Aber Bakterien können es. Es ist nicht nur so, dass sie die Unterschiede erfassen. Was sie noch können, ist, sie zu verstärken, sodass wir eine Kolonie beobachten können, die wächst. Nachdem die Bakterien einem Wasser ausgesetzt wurden, das eine schwache elektromagnetische Strahlung hatte, sind diese 2 bis 3 Mal schneller als die anderen Bakterien. Am Institut für Physik und Astronomie der Universität von Tel Aviv geht man der Frage nach, ob sich Wasser merken kann, dass es einer schwachen elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt wurde. Wir verwenden die Bakterien als Messinstrument, das uns zeigen soll, ob im Wasser tatsächlich Veränderungen aufgetreten sind. Die Bakterien, die wir 1-2 Stunden dem bestrahlten Wasser ausgesetzt haben, konnten sehr lange überleben. Die Experimente haben zu interessanten Ergebnissen geführt. Wir haben vorläufige Resultate, die noch nicht veröffentlicht wurden, und es scheint, dass es viele Gene gibt, die in Bezug auf Stoffwechsel, in Bezug auf die Entwicklung der Bakterien beeinflusst werden. Das heißt, sie nehmen tatsächlich etwas im Wasser wahr. Auch in der freien Natur gibt es noch viel Neues über das Wasser zu entdecken. Dazu muss man die Gabe besitzen, Flüsse und Bäche als Partner zu verstehen. Ein österreichischer Wasserbaumeister geht dabei seinen eigenen Weg. Wenn man in den Fluss oder Bach oder Bächlein hineinhört, kann man sofort seinen Charakter erkennen. Ist ganz einfach gesagt der Bach laut, weiß ich habe mit einem energievollen Bach zu tun. Ist er still, habe ich mit einem etwas sanfteren Gewässer zu tun. Und daher ist das eine ganz wesentliche Unterscheidung, was ich da machen kann, weil ich möchte meinen Eingriff, den ich in der Natur setze, so gering wie möglich halten. Das heißt, ich gehe zum Wasser, indem ich das Wasser einlade, in erster Linie als Flussbauer, bei mir zu bleiben und mit mir etwas zu machen und nicht umgekehrt, ich mit dem Wasser etwas mache. Das übliche Konzept der Verbauung von Bächen besteht darin, dass man sie in enge Betonkorsette zwängt. Bei Hochwasser funktioniert diese Methode oft nicht. Gibt man dem Bach die Chance, sich spiralenartig zu bewegen, bleibt er in seinen gewohnten Bahnen. Durch flussbauliche Maßnahmen haben wir hier gezeigt, dass man den Strömungsstrich von außen nach innen leiten kann, sogar in die Sohle hinein. Das heißt, die Energie fließt in die Sohle ein und strömt schadlos nach unten. Das wirkt sich insbesondere bei Hochwasser sehr gut aus, da die Ufer damit nicht belastet werden von dem Strömungsstrich und das Wasser schadlos für beide Ufer nach unten gleiten kann. Die Erfolge geben Ottmar Gruber recht. Er baut auf den Erkenntnissen des legendären Naturforschers und Försters Viktor Schauberger auf, der bereits in der Zwischenkriegszeit darauf hingewiesen hat, dass der Mensch die Wasserläufe studieren müsse, um die Probleme von Hochwasserkatastrophen in den Griff zu bekommen. Wenn uns das gelingt als Flussbauer, dass wir das Wasser in der Landschaft halten können, können wir uns sicher viel Mühe und vor allem die Kosten ersparen. Und gleichzeitig könnten wir zu einem Landschaftstyp zurückkommen, der uns Menschen das zurückgibt, was wir als höchstes Gut bezeichnen können und müssen: die Gesundheit. Wie weit geht die Aufnahmefähigkeit des Wassers? Was kann es wahrnehmen und was kann es sich für längere Zeit merken? Wir haben dann Versuche unternommen, um zu sehen, ob sich das Bild ändert, wenn wir etwas in das Wasser legen. Das kann man zum Beispiel mit Steinen machen oder mit Metallen oder auch mit lebendigen Teilen, Zweigen oder Blumen. Hier sehen Sie ein Bild von einer Petunienblüte. Die Petunienblüte, die richtige Petunienblüte, die war in das Wasser gelegt worden.
Und nach einer Weile nehmen wir dann aus dem Wasser Tropfen. Und diese Tropfen, die werden auf den Objektträger gebracht und hinterher fotografiert, nachdem sie getrocknet sind. Und hier sehen Sie ein solches Bild. Und Sie sehen, dieses Bild ist jetzt ein typisches Bild, wenn eine Petunienblüte in dem Wasser liegt. Und zwar würden Sie in jedem Tropfen dieses Glases natürlich diese Petunienblüte erkennen. Das ist also reproduzierbar und signifikant. Und wenn Sie jetzt eine andere Blüte da hineingelegt hätten, zum Beispiel eine Bartnelke, dann würden alle Tropfen in diesem Wasser aussehen wie die Bartnelke. Der israelische Wissenschaftler Eshel Ben Jacob kommt mit völlig anderen Methoden zu ähnlichen Ergebnissen. Die Ordnung der Pflanzen, die hier wachsen, kann einen starken Einfluss auf das Wasser haben. Nicht nur, wenn ich ein Blatt in das Wasser gebe, sondern die Anordnung selbst hat einen starken Effekt auf das Wasser. Und dieser starke Effekt bewirkt, dass die Gase aus der Atmosphäre im Wasser permanent zu einem großen Netzwerk verbunden werden. Einem sehr komplizierten Netzwerk von Bläschen. Sehr, sehr kleine Gasbläschen. Die Anzahl der Nanobläschen hier drinnen, nur um Ihnen einen ungefähren Wert zu geben, macht, abhängig von den Bedingungen, ungefähr 1000-mal die Anzahl der Neuronen in unserem Gehirn aus. Wissenschaft und Spieltrieb sind oft eng miteinander verbunden. Als Wissenschaftler fragt man sich natürlich immer, ja, geht das denn nicht noch weiter? Was ist denn mit den Pflanzen? Und so haben wir einen Versuch gemacht, den wir einfach lustigerweise Salat hört Handy genannt haben. So, wie machen wir das? Wir nehmen ein sogenanntes Referenzwasser. Das ist ein Wasser hier aus dem Institut, ein Leitungswasser. Und man sieht, in der Mitte hat es einen dunklen Fleck, der sich im Bild einfach so zeigt. In allen Tropfen zeigt er sich. So, jetzt nehmen wir dieses Wasser, haben wir in einem großen Topf, und da werfen wir jetzt mal einen Salat rein, einen richtigen Kopfsalat. Und dann nehmen wir Bilder da heraus und da sehen wir, aha, jetzt weiß dieses Wasser und bildet ab, in mir ist ein Salat drin. Und interessanterweise ist das dunkle Zentrum verschwunden. Das ist eine Erscheinung, die ganz oft sich ergibt. Wenn wir etwas Lebendiges in das Wasser tun, dann gibt es ein helles Zentrum. Das Lebendige hat anscheinend eine Art Zentrumsbildung. So, jetzt nehmen wir einen zweiten Salat. Den zweiten Salat, den lassen wir mal Handy hören. Das heißt, wir schalten einfach ein Handy ein und halten es 2 Minuten an den Salat und nehmen an, dass der Salat diese Handystrahlung aufgenommen hat. Jetzt nehmen wir diesen Salat und tun diesen Salat auch in das Referenzwasser hinein. Und dann vergleichen wir diese beiden Ergebnisse. Und man sieht deutlich an den Ergebnissen, wieder ist der Rand ganz anders, die Mitte ist etwas anders. Man sieht also, der Salat, der hier mit den Handystrahlen bestrahlt war, der hat diese Strahlen aufgenommen. Der hat diese Information an das Referenzwasser weitergegeben. Und wenn wir jetzt aus diesem Referenzwasser, in dem dieser Salat war, Bilder machen, dann können wir an diesem Wasser noch erkennen, dass dieser Salat einmal Handy gehört hat. So funktioniert anscheinend die Natur. Das Wasser hat ein Gedächtnis. Und das Wasser hat so eine Intelligenz, viel mehr wie die Luft. Nicht? Das Wasser ist eine kosmische Sache. Der Tiroler Wassermann Johann Grander glaubt, dass es möglich ist, Informationen von einem Wasser auf ein anderes zu übertragen, ohne dass beide miteinander in Berührung kommen. Die von ihm entwickelte sogenannte Wasserbelebung beruht auf dem Prinzip, dass fließendes Wasser durch einen Edelstahlbehälter geleitet wird, in dem belebtes Wasser eingefüllt ist. Dabei nimmt das fließende Wasser die Informationen des Ruhenden auf. Der Erfolg bringt auch Gegner. Diese bezeichnen Granders Wasserbelebung als parawissenschaftlichen Unfug. Tatsächlich ist dieser Vorgang wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.
Trotzdem setzen weltweit über 300.000 Anwender, vom Haushalt bis zur Hightech-Industrie, auf sein System. Die Anwender in der Industrie kümmert die Kritik wenig. Sie setzen auf ihre eigenen Erfahrungen und Messergebnisse. Herkömmliches Wasser ist aggressiv und frisst praktisch die Leitungen von innen auf, was zum Brechen der Rohre führt. In der Maschinenfabrik Lietzen in der Steiermark schien das Problem unlösbar. Ja, wir haben mit der Korrosion sehr große Probleme. Und das hat sich bemerkbar gemacht durch sehr viele Rohrbrüche, die was wir jetzt zum Teil besser im Griff haben. Ich habe mir zuerst nichts vorstellen können darunter, nicht? Weil wenn man seinen Behälter anschaut, kann man sich das nicht vorstellen, was der eigentlich bringen soll. Aber aufgrund dessen, weil eben schon weniger Rohrbrüche sind und alles, nicht, bin ich überzeugt davon, dass es wirklich hilft. Nicht? Ja, wir haben Messungen durchgeführt, wo, bevor wir Grant eingebaut haben, das Eisengehalt im Heizungswasser 26 Milligramm vorhanden war und zwei Monate nach dem Einbau haben wir 0,7 Milligramm Eisen im Wasser vorgefunden und was für die Korrosion natürlich sehr, sehr gut ist, dass die Korrosion gestoppt wird. Nimmt die Wasserbelebung dem Wasser die Aggressivität? Nicht nur bei der Verrostung, auch bei der Verschlammung wurden positive Ergebnisse erzielt. Die Ursache dafür kennt man nicht, aber man nimmt die Erfolge mit Freude zur Kenntnis. Und speziell kann man sagen, bei was Schlamm im Wasser vorhanden ist, ist wirklich besser geworden. Und es gibt ja auch Protokolle und Messdaten und das belegt das Ganze noch einmal nach. Ne? Man kennt die Ergebnisse, aber nicht die Ursachen. Reicht das nicht? Bei der Firma Formtec in der Nähe von Karlsruhe werden Kunststoffteile jeder Art hergestellt. Ein funktionierendes Kühlsystem ist Voraussetzung für die Werkstoffqualität. Also wir hatten zunächst das Kühlsystem mit reinem Trinkwasser aus der Stadtversorgung befüllt und mussten dann aber feststellen, dass nach zwei Monaten das Wasser sich negativ veränderte, bis es dann schlussendlich kippte und mussten dann auf chemische Zusätze zurückgreifen. Haben da lange rumgemacht mit dem Wasser, versucht, das Wasser in den Griff zu kriegen. Ohne Erfolg. Unser System wies sehr starke Rostbildung auf. Laborergebnisse haben dann gezeigt, dass auch jede Menge Bakterien, Algen im System war, was dann durch die Umstellung auf die Grander-Technologie eigentlich stagniert ist. Da haben wir keine Probleme mehr. Wasser ist für uns eine wichtige Prozessgröße. Prozessstabilität ist für uns sehr wichtig, die haben wir in diesem Bereich erreicht. Wir sind keine Chemiker oder Physiker, deshalb wollen wir uns nicht so sehr mit Wasserproben beschäftigen, sondern mit unseren Kernkompetenzen. Wenn mir letztes Jahr jemand diese Frage gestellt hätte, ob ich mir vorstellen kann, dass es durch doch so simple Art und Weise möglich ist, das Wasser aufrechtzuhalten ohne Chemie, hätte ich gesagt, nein, es funktioniert nicht. Oft ist der Weg des Wassers vom Gebirge ins Tal lang. Eine alte Volksweisheit sagt, Wasser ist erst dann rein, wenn es siebenmal über einen Stein geflossen ist. Noch ist völlig unerforscht, welche Bedeutung die Bewegung des Wassers hat. Was nimmt es von seiner Reise mit, aus der Luft und aus der Umgebung? Bringt es bereits Informationen aus dem Bereich unter der Erde mit? Hat es Schwingungen von Mineralien und Erzen aufgenommen? Wenn ja, kann der Mensch sie am Ende des Flusses abholen? In einem umfangreichen Versuch mit asthmakranken Kindern wollen Wissenschaftler der Paracelsus Privatuniversität in Salzburg ergründen, ob beim Wasserfall in Krimmel heilende Wirkung erzielt werden kann. 54 Kinder werden in einem fröhlichen Sommercamp getestet. Eine Gruppe von ihnen verbringt einen verspielten Urlaub in Krimmel, weit ab vom tosenden Wasserfall. Die Stimmung ist trotzdem bestens. Ihre Lungen werden nach Ablauf der drei Wochen getestet. Das übergeordnete Ziel ist es, zu schauen, ob diese Klimatherapie bei den Kindern auch
wirklich gut wirkt, ob sie an einen positiven Effekt, einen positiven Langzeiteffekt heimnehmen können, um eben besonders im Winter, wenn die Infektionen dann ihre Lunge sowieso treffen, dann besser über die Runden zu kommen. Die zweite Gruppe von Kindern verbringt täglich eine Stunde direkt am tosenden Wasserfall. Die jungen Asthma-Patienten atmen das Sprühwasser ein. Das Wasserfallklima hat eine hohe Konzentration von Luftionen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nahezu 100%. Das ist jetzt eben die andere Gruppe der Kinder, die Gruppe, die eine Stunde pro Tag am Wasserfall spielt, am Wasserfall exponiert wird und eben auch parallel mit ihrer Lungenfunktion mitgemessen wird. Im Nahbereich der Aufprallzone atmen die Kinder die Luftfeuchtigkeit in Form kleiner, lungengängiger Wassertröpfchen ein. Wie das Ganze funktioniert, wissen wir nicht. Wir wollen jetzt eben im Rahmen dieser Studie der Paracelsus-Universität genau dies herausfinden. Diese negativen Ionen machen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Effekt nicht aus. Das heißt also, wir haben ein Tierexperiment mit asthmatischen Mäusen, das mit negativen Ionen in ähnlich hohen Konzentrationen schon versucht. Und im Tierexperiment haben die Ionen als reiner isolierter Parameter keinen Einfluss. Wie auch der Wasserdampf als isolierter Parameter im Tierversuch jetzt wohlgemerkt keinen Einfluss hat auf die Lungenfunktion. Asthma als Volkskrankheit nimmt in allen Altersschichten dramatisch zu. Man darf nicht vergessen, es ist jedes zehnte Kind in Österreich mittlerweile Asthmatiker. Die Allergikerrate steigt frappierend an. Die Asthmatikerrate unter den Erwachsenen hat sich nahezu verdoppelt in den letzten 12 Jahren. Das heißt, es gibt hohen Handlungsbedarf nach Methoden, nach sanften Methoden, aber nach wissenschaftlich fundierten medizinischen Methoden. Das Ergebnis des Forschungsprojektes ist eindeutig. Der Aufenthalt am Wasserfall führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Atemwege und wirkt sich positiv auf die Lungenfunktion aus. Herausragend ist, dass eine nahezu vollständige Reduktion aller Asthmasymptome bei den Wasserfallkindern 4 Monate anhielt. Feinste elektrisch geladene Wasserteilchen, die durch den mikrofeinen Sprühnebel über die Atemwege in die Lunge gelangen, bewirken eine nachhaltige funktionelle, symptomatische und immunologische Verbesserung. Man kann zeigen, dass die Homöopathie wirkt auf diese Weise. Wir haben bisher unsystematisch dazu eine Reihe von Bildern gemacht. Und man sieht also durchaus, dass bei Potenzierung, also Schütteln und Verdünnen, eine Bildveränderung stattfindet. Und wir haben deshalb auch bei uns die Versuche gemacht mit Schütteln, also mit Ultraschall, haben wir Wasser nur geschüttelt mit Ultraschall. Und wir sehen, dass die Tropfen verändert sind und wir sehen auch, dass Pflanzen schneller wachsen, wenn sie mit solchem Wasser begossen werden. Und insofern ist für mich da gar kein Zweifel, dass es da eine Wirkung gibt. Denn wenn das Tropfenbild sich verändert, ist der Informationsinhalt anders. Und wenn der Informationsinhalt anders ist und mit dem Körper Wasser kommuniziert, von außen oder durch Vermischen, dann ist auch ganz klar, dass die Steuerungsfunktionen des Körpers anders sein können. Beim Team um Professor Kröpplin ist die Tropfenforschung allgegenwärtig. Ein schlichter Zahnarztbesuch wird zu einem spektakulären Experiment. Und zwar war das mein Kollege, der war beim Zahnarzt und der hat sich röntgen lassen. Und der hat sich gedacht, ich gucke doch einfach mal, wie dieses Röntgen auf mich wirkt. Und da hat er sich einen Speicheltropfen abgenommen und hat ihn in eine kleine Kanüle reingetan. Und dann hat er sich röntgen lassen. Und nach dem Röntgenversuch hat er sich wieder etwas Speichel abgenommen, in eine kleine Kanüle getan, in eine andere. Und dann hat er sich zurück ins Institut begeben und dann hat er nochmal geschaut, Speichel abgenommen und in eine dritte Kanüle. Und dann hat er diese 3 verschiedenen Speichelproben einfach mal unter dem Dunkelfeldmikroskop angeschaut. Und so sah er aus, bevor er sich hat röntgen lassen beim Zahnarzt. So sah sein Speichel aus kurz danach. Und so sah sein Speichelbild aus, nach einiger Zeit, als er wieder bei unserem Institut war und sich wieder so ein bisschen regeneriert hatte. Das fanden wir irgendwie einen sehr witzigen Versuch. Eine entscheidende Rolle im Alltagsleben spielt Wasser bei der Zubereitung von Speisen. Vor allem Bäcker wissen das. Bei ihnen gilt Grandas Wasserbelebung als Geheimtipp. Wenn man sich vorstellt, eine Faustregel, 2 Teile Mehl, 1 Teil Wasser.
dann weiß man, wie wichtig das Wasser ist. Bäckermeister Josef Schnallinger aus Bramet in Oberösterreich hat heimlich eine Wasserbelebung eingebaut. Die Bäcker sind dann gekommen zu uns und haben gesagt, uns geht jeden Tag der Sauerteig über, irgendwas ist da nicht in Ordnung, was ist da los? Wir rühren ganz normal jeden Tag das Gleiche ein in Sauerteigrührer und es geht uns jeden Tag über. Jetzt ist da, dann bin ich draufgekommen, dass das die Kraft von dem Grandwasser und dass das nur von dem kommen kann. Die Nachricht von der besonderen Wasserwirkung verbreitete sich in der Bäckerbranche wie ein Lauffeuer. Grander war damals einfach eine Möglichkeit für uns, einen Schritt nach vorne zu tun. Unsere Teige sind dadurch lebendiger. Wir verwenden weniger Hefeeinsatz, haben aber den Nebeneffekt, dass die Teige mehr Wasser aufnehmen. Dadurch haben wir einfach eine bessere Verdaulichkeit, wir haben eine bessere Geschmacksbindung, wir haben eine längere Frischhaltung. Das heißt, das sind für uns ganz grundlegende Sachen. Wir brauchen kein Hilfsmittel wie Gurkernmehl oder Quellmehle, sondern wir haben ganz hochwertiges Mehl und ein hochwertiges Wasser. Und mit dieser Kombination schaffen wir eigentlich das, was andere mit Zusätzen erreichen müssen. Selbst bis Italien drang die Kunde. Massimo Grazioli aus Mailand, Bäcker mit Leib und Seele, wagte das Experiment. Das Brot hat sicher eine dünnere Kruste, einen delikateren Geschmack und ist bekömmlicher. Das auch, weil wir eine bedeutend geringere Hefemenge verwenden, sowohl Press- als auch Naturhefe. Das ergibt ein Brot mit zarterer Rinde und mit einer ausgeprägteren und gleichmäßigeren Brotkrume. Auch der Geschmack ist feiner. Klar kann man auch ohne Grander Wasserbrot backen, aber wenn man eine bessere Qualität und ein Qualitätsprodukt will, hilft es enorm. Wasser ist ein verletzliches Ganzes, warnt Eschel Ben-Jakob. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir unseren Umgang mit Wasser überdenken. Auf jeden Fall ist äußerste Sorgfalt im Umgang mit Wasser geboten. If water indeed has memory, the fact that we Wenn Wasser wirklich ein Gedächtnis hat, kann die Tatsache, dass wir so sorglos mit Wasser umgehen, verursachen, dass es nicht mehr für unser organisches System geeignet ist und Stress verursacht. Ich möchte nicht der Überbringer einer Katastrophenmeldung sein, aber es kann passieren. Es werden keine Gifte im Wasser sein. Es wird auch keine Minerale enthalten, die nicht den Anforderungen entsprechen. Aber es wird untrinkbar sein und uns deshalb Schaden zufügen und damit unserem ganzen Lebensraum. Und noch wichtiger ist, dass die Bakterien, ohne die wir nicht leben können, sich unter solchen Bedingungen möglicherweise dramatisch verändern und nicht mehr in der Lage sein werden, unsere Umgebung zu unterstützen. An der Technischen Universität in Graz werden nicht nur die rätselhaften Wasserbrücken erforscht, sondern das Interesse gilt allen Anomalien des Wassers. Klar erkennt man, dass man in der Wasserforschung erst ganz am Anfang steht. Hochmoderne Messgeräte liefern immer wieder verblüffende Ergebnisse. Es wurden 20 Mal Wasserproben vermessen, immer dieselbe Probe, nach standardisierten Methoden. Und 20 Mal kamen unterschiedliche Ergebnisse, 20 Kurven heraus, die sich hier in diesem Bereich unterscheiden. Genauso wurde 20 Mal Propanol vermessen und die Kurven überlagern sich aber beinahe perfekt. Für den Laien sind es ein paar Kurven, für die Forscher bleibt es ein unberechenbares Element. Es
Es gibt ja eine Menge Anomalien. Über 40 Anomalien, zu denen mehr fast alle physikalischen Kenngrößen zählen. Siedepunkt, Schmelzpunkt, Oberflächenspannung, Viskosität, Brechungsindex, Schallgeschwindigkeit im Wasser, Leitfähigkeit. Anomalien, das heißt mit herkömmlichen Modellen nicht wirklich gut erklärbar. Ja, kein Erklärungsmodell, das wirklich ausreicht. Ich glaube nicht wirklich, dass, wenn wir es letztlich verstanden haben, dass das ganze Weltbild der Naturwissenschaft sich ändern wird. Aber es wird doch eine Überraschung sein, denke ich. Jede Forschung bringt mehr Fragen als Antworten. Wasser wird noch ein Thema für viele Generationen von Wissenschaftlern sein. Also ich fühle mich in der Wasserforschung ganz am Anfang und ich denke, also ich brauche ja nur zu überlegen, wie wird unsere Welt mal in 20, 30, 40 Jahren aussehen. Wahrscheinlich wird die Welt so aussehen, dass diese Übertragungsphänomene, die wir jetzt hier gerade finden, die werden zum Teil jetzt als Schwingungsphänomene identifiziert, zum Teil als Bildphänomene betrachtet. Und wenn wir die jetzt mal systematisieren, dann zusammen mit der Bewusstseinsforschung und mit der medizinischen Forschung wird sich das auf die Steuerungsprozesse des Körpers übertragen lassen. Und wir werden eine vorbeugende Medizin bekommen, die im Frühstadium die Verstimmung eines Menschen schon verändert. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton. Wenn Sie die Eigenschaften von James Bond haben, dann können Sie vielleicht den Unterschied feststellen zwischen geschüttelt oder gerührt. The difference.